Ja, guten Abend. Was ist das Thema des heutigen Videos? Sport, Sparen, Sprachen. Also ich habe das bewusst versucht runterzubrechen auf drei Worte, die sich irgendwie nicht reimen, aber die mit den gleichen Buchstaben anfangen. War das nicht irgendwie so germanische Reim? Dass es nicht mit ähnlich klingenden Worten endet? Hier. Wie auch immer. Ja, ohne Persistenz. Ohne Kontinuität, ohne insistieren, ja, schöne lateinische Wörter hier, Fremdwörter, gibt es einfach keinen Erfolg, ja. Ihr könnt es nicht erwarten, irgendwie ein Bodybuilder zu werden, ja, Bodybuilder, wenn ihr einmal die Woche ins Fitnessstudio geht. Da passiert einfach nichts im Muskel, ja. Gut, wenn man jeden Tag hingeht, ist auch nicht gut. 2 Tage Regeneration wahrscheinlich, sollte man sich schon gönnen. Ihr kriegt auch keine Millionen auf dem, oder Zehntausende von mir aus, ja, kleine Ziffer, kriegt ihr nicht zusammen auf dem Konto, wenn ihr nichts spart. Und wenn ihr euch nicht jeden Tag 5 oder 10 Vokabeln reinzieht, von denen ihr, okay, zugegebenermaßen wahrscheinlich die Hälfte wieder vergesst, aber zumindest täglich, dass man sich damit auseinandersetzt, weil das Gehirn ist ja wie so ein, ja, auch wie ein Muskel, ja, das muss man trainieren, täglich. Wöchentlich, monatlich, jährlich, also durch das ganze Jahr hindurch, ja, dann schafft ihr keine Sprache, weder in 30 Tagen, ja, die ganzen bescheuerten, ja, Lügen sind das eigentlich, ja, den Sprachkurs will ich sehen oder den Selbstlernkurs, wie auch immer, mit irgendwelchen CDs oder was auch immer, wo man die Sprache auf B1-Niveau oder sowas lernt in 30 Tagen, das will ich noch erleben, bevor ich sterbe. Ja, ist ein Blödsinn. Was man aber erreichen kann, ist ein gutes Ergebnis, wenn man das kontinuierlich macht. Ja? Jeden Tag oder jeden zweiten Tag 10 Vokabeln, das schafft jeder. Das kann man ja keiner erzählen. Oder dass man alle 3 Tage ins Fitnessstudio geht. Weil, klar, ich habe jetzt über die allgemeinen Basics so im Leben, habe ich geredet in den letzten paar Videos. Ja, die Grundlagen. Ich meine, wenn ihr immer müde seid und so weiter, nicht genug schlaft, dann könnt ihr auch nichts lernen. Ja? Dann habt ihr keine Kraft, dann seid ihr zu müde dafür, habt ihr keine Motivation, dann seid ihr immer schlaff. Und wenn ihr euer Geld verpulvert für irgendwelchen Müll, ja, dann könnt ihr euch keine Bücher kaufen oder sonst irgendwas, was euch im Leben Spaß macht oder was euch gefällt, ja, was ihr braucht, vor allem für den täglichen Bedarf. Und so weiter. Also es gibt ein paar Grundlagen, die man einhalten muss und dann noch eben, also diese drei Sachen: Sparen, Sport und Sprachen. Ja, und eben kontinuierlich. Und sich nicht abbringen lassen von irgendwelchen dummen Ideen. Man muss sich irgendwann in System entwickeln, System zusammenstellen. Ja, sei es jetzt Sport, immer individuell. Manche Richtlinien müssen halt alle beachten, irgendwie, keine Ahnung. Also es gibt ja Langläufer, die ziehen sich diese 10.000 Kalorien-Packages rein, aber die verbrennen das komplett. Ja. Und wenn man das macht als Couch Potato, dann weiß nicht, dann quillt man auf wie so ein Hefeteig. Ja, und ja, es gibt ganz viele Bücher, ganz viele Videos auf YouTube, unendlich viele Videos auf YouTube, die nützlich sind und gut sind und wo jeder was draus ziehen kann. Man muss halt damit anfangen. Ja? Von nichts kommt nichts, gerade ihr Jüngeren, die ihr zuschaut, wahrscheinlich. Irgendwann kommt der Zeitpunkt im Leben, wo euch alle nur noch auslachen und keiner euch sagt, wo es lang geht, ja, oder was ihr zu tun und zu lassen habt, sondern die Leute werden euch einfach links liegen lassen und an euch vorbeiziehen, wenn ihr selber nichts macht. Ja. Gut, im Prinzip war das schon die Quintessenz des Videos. Also ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet was Nützliches daraus ziehen. Wenn es euch gefallen hat, teilt es, liked es. Wenn nicht, dann gerne mit Begründung, weil man wächst ja an seinen Fehlern. Und ansonsten wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Ciao.